ihr Hübschen. Doink. Wo ist er? Willst du zeigen, was wir gekauft haben? Ja. Ja, wir waren nämlich heute Morgen einkaufen. Ich habe heute Morgen nicht geloggt. Ich war mir jetzt genervt heute Morgen. Von dem ganzen Aufräumscheiß, den ich hier jeden Tag betreibe. Und haben uns erstmal alle einen auf den Deckel gekriegt. Ne? Wir haben uns einen Pool gekauft. Naja, ich bin mal schön gekonnt ignoriert. Guck mal. Der ist vom Aldi. Gut, kalt, wa? Ja. Ja, Brunnenwasser ist kalt. Also ein, mein also Kopf. Kann man sich da hinlegen und hier ist ein Wasserbehälter. Wenn schon man cool. Was trinken. Ja. Oh, ein kleines Planschbecken für die Kinder. Bei mir macht Mittagsschlaf. Ich habe mir jetzt einen Kaffee gemacht. Ich habe das Video fertig geschnitten, den Vlog. Und der kommt ein bisschen später dann online. Boah, hier auf der Terrasse ist das so heiß wegen dieser schwarzen Wand. Voll krass. Ne? Findest du? Ich finde das hier mega warm. Aber es kommt ein laues Lüftchen. Dominik kommt und bringt Wasser. Hot Water. Ich führe uns hier in den Pool. Ja, ja, ich weiß. Wasser führen. Ist heiß, das kochende Wasser. Das kochende Wasser, genau. Vom Wasserkocher. Noch eine. Ja, das dauert immer ein bisschen. Damit ein bisschen wärmer wird. Vielleicht könnt ihr ja dann gleich noch mal rein. Tropf, Tropf, Tropferi, Tropf. Jo, Quentin ist auch draußen. Quentinchen, was ist los? Stinko Minko. Du wirfst gleich da rein. Nein. Du brauchst dich nicht bei mir zu verstecken. Quentin? Komm mal her. Was hat der Quentin? Der Quentin wird richtig, der ist richtig alt geworden irgendwie in den letzten Tagen. Ja, bist du. Hm? Oh, warte mal, ich hab die Post kommt. Nicht klingeln, Kind schläft. Fehlalarm. So. Voll wehgetan. So, wir gehen jetzt mal kurz in meinem Zimmer. Wir gehen jetzt mal hier so rückwärts. Jetzt drehe ich mich um. Das war witzig. Jetzt gucken wir mal in allen Schubladen. Aber ich glaube, das ist jetzt hier diese hier in dieser Schublade. Ja. Spaß, ne? Ich hab ja. Warte. Oha. Alter. Bitte noch mehr drin. Oh, ist das schwer. Ich hab ja das Tom und Jerry Buch. Warte, verrückter Weihnachtsspaß. Und ich zeig euch das jetzt mal kurz. Und, aua, boah, ich bin auf was getreten. Ja, das sieht so aus. Und da ist der Quenny. Geboren, liebst du. Geboren, um Träume erleben. Nicht in die Kommentare schreiben, ich habe es falsch gesungen. So, Joanna und ich laufen hier wieder durch den Garten. Und Joanna ist zum ersten Mal in ihrem Leben, glaube ich, außer in Kuchen oder sowas, Rhabarber, pur. Wir haben hier unsere Rhabarberpflanze. Das ging jetzt super schnell, die war ganz klein. Und jetzt ist da schon ordentlich was dran hier. Das ist 3 Jahre alt, glaube ich. Und inzwischen wächst sie super gut. Und Joanna? Haben gerade Rhabarber gepflückt und geschält. Und die kann man auch so essen. Ist gar nicht sauer. So sauer ist die gar nicht. Aber ich habe der Joanna gezeigt, was ich als Kind immer gemacht habe, weil meine Eltern auch immer Rhabarber im Garten hatten. Ich habe mir immer eine Schüssel Zucker geholt
Und dann habe ich wie an der Trinkhalle so komische Zuckerstäbchen in meine Rhabarber geschält und dann in Zucker gedippt. Und so. Ja, rühren. Und dann Roms. Ist jetzt nicht das Gesündeste mit dem ganzen Zucker. Aber wenn man so eine Stange Rhabarber isst, finde ich, ist das okay, wenn man sich gut die Zähne putzt. Und Papa, aber das ist ein guter Geschmack, weil das erst extrem süß ist und hinterher dann, aber obwohl der Rhabarber ist jetzt gar nicht so sauer, aber normalerweise, wenn man so sauren Rhabarber hat, kommt das richtig, richtig gut. So. Die Joanna möchte jetzt mit Wasser spritzen. Ich mache jetzt die Kamera, stelle ich mal hier hin. So, meine Lieben. Immer noch draußen und essen jetzt unseren Kuchen, den wir gemacht haben. Die Joanna und ich haben den. Das ist meiner, das ist nur meiner. Das ist nur deiner. Ich muss aber eine Runde ums Haus joggen, wenn du den ganzen Kuchen alleine isst. Wir haben ein Video gedreht, ein Backvideo für Muttertag. Ich verlinke euch den mal, das Video. Und haben einen Nutella-Kuchen gemacht. Und sieht der nicht lecker aus? Schaut euch das mal an. Yummy Fatzki. Mit Erdbeeren. Das ist heiß hier. Nur mal eben in den Schatten. Weil ich glaube, ihr seht mich nämlich sowieso nicht so richtig in der Sonne. Die Nachbarn sind, glaube ich, irgendwas wieder am Abreißen. Ganz schön laut. Na, mir schläft immer noch. Ich denke mal, hier Heuschnupfen und die Wärme und so macht die ganz schön fertig. Die schläft jetzt seit 3 Stunden. Wie viel? Seit 3. Was? Mhm. Um 12 Uhr, kurz nach 12, haben wir sie hingelegt. Und jetzt ist 3 Uhr. Und jetzt ist schon nach 3. Und die schläft noch. Lassen wir sie mal schlafen. Aber nicht lange, dann mache ich sie gleich wach. Und wir essen jetzt den Kuchen. Ich probiere den jetzt aber. Den leckeren Kuchen. Jo. Warum ist der Torlin schon wieder da? Das war doch gerade noch woanders. Ich wollte ein Video machen mit diesem. Mit Tore schießen oder was? Nein. Mit. Wie heißt das? Tom und Jerry Buch mit diesen Karten. Und warum hast du das Tor da? Weil da ist es besser. Aha. Da ist zu viel Sonne, weil. Ach so, okay. Da war es mir nämlich zu warm. Aber da ist ein bisschen kalt, deswegen habe ich mich da hingesetzt. Ah. Aber weil die Kamera. Da so hingestellt, ne? Ja. Ja, und nochmal, eins war ein bisschen doof. Guck mal, wer da jetzt kommt. Hallo! Hallo! Bist du wach? So, für die Puppe ist es nicht zu kalt. Noch ein bisschen Wasser, ne? Nur hinstellen. Nicht hinsetzen, nur hinstellen. Wasser. Wasser. Zum Klatschen. Kannst du mit Joanna drin spielen? Ist gut? Setz dich mal hin? Nein, die soll sich ja nicht hinsetzen. Die doch nein, nein, nein. Nicht hinsetzen. Nur hinstellen. Ist doch bestimmt noch kalt. Ach, geht, ist nicht so kalt. So, Hübschen. Dann haben wir den Stuhl hier hingeholt jetzt. Und die Kinder sind im Wasser. Und Dominik holt gerade Weintrauben. Guck mal, wie verbrannt er ist. Dein Kopf ist total rot. Ja, und hier, ne? Ja, und die Arme und der Rest ist weiß. Häuptling der Apachen. Weiß ist der Popo. Was ist los, Mausi? Was denn? Das ist schön. So, meine Lieben, wir sind bei Oma. Die haben uns ansehnlich gemacht ein wenig. Ich glaube, wir können uns sehen lassen, ne? Können wir uns sehen lassen? Ja. Wenn ich noch eine weiße Hose und weiße Schuhe hätte, könnten wir zu einer Sensation... PDD Sensation White Party gehen? Ja. Ja, sehr schön. Mein Gott, habe ich eine rote Nase. Das ist, wenn du gerade auch von einer Yacht kommst, aus einer Mallorca-Yacht. Wir sind noch extra für Volvo sind wir aus Mallorca eingeflogen. Genau. Miami. Müssen wir morgen früh wieder zurück. So, das ist mein Outfit hier. Ich habe versucht, mir so Wellen zu machen. Mach keinen Scheiß da. Bananas. Ich dachte schon, du machst dich schmutzig. Und ich habe mein Kittchen an. Und geschminkt bin ich auch. Meine Uhr von Fossil, mein Pandora-Armband. Die Bluse habe ich von Bershka.
und hohe Schüchchen. Die sind schon Asbach uralt. Und die Hose habe ich mir irgendwann in Düsseldorf mal gekauft. Mein deutscher Gürtel. Leider habe ich keinen hellen Gürtel. Ich hätte lieber einen beigen Gürtel angezogen. Aber ich habe die Chanel-Tasche dabei. Dann klappt das auch ganz gut. So, und jetzt werde ich hier das Säckchen drüber ziehen. Mal schauen, wie das aussieht. Das hat nämlich, hier so offen. Gucken, ob das geht. Okay. So? Ja, super. Ja? Endlich mal schick machen. Das ist der Look. Ich fehlen noch Taschen. Ich hätte hier gerne Taschen. Weil die sind zugenäht. Das ist doof. Jo. Auch. Was hast du denn überhaupt? Ich weiß ja nicht, wie das später ist. Wir mal zum Auto müssen? Nee, jetzt nicht, aber später brauche ich das schon. Okay. Und schade, dass die Uhr kaputt ist. Ja, ich kann sie ja anziehen, aber läuft nicht. Sieht auch doof aus, wenn dann einer drauf kommt. Einer sagt, wie spät ist es denn? Weiß ich nicht. Die ist nur Deko. Müssen wir einschicken. So, dann wollen wir mal los, ihr Lieben. Achso, hat sich so angehört. So, Dominik hat sogar seinen Wagen sauber gemacht, damit es nicht peinlich wird gleich. Sogar von innen. Jetzt muss er sich einspülen. Ja. Super. Auf, wie geht sie? Muss man nächstes Mal ein bisschen besser den Spiegel polieren, ne? Guck mal da. Bisschen schmierig hier. So, mit gutem Gasreiniger dran. Hast du die Heizung an? Es ist warm, ich will da nicht stinkig ankommen. Ich hab die auch mit und du? Ich hab Parfüm mit. Okay. Ja, auf geht's. Auf wie geht's? Juhu! Die Kinder waren die ganze Zeit im Pool. Und hatten ganz viel Spaß. Aber besonders Lamia, ne? Visitenkarten habe ich mit. Ja, Visitenkarten musst du mitnehmen. Auf solchen Events werden Geschäfte gemacht. Dominik wollte erst gar nicht. Ich habe gesagt, doch, wir gehen dahin. So geht das nicht hier. Wenn wir schon zu sowas eingeladen werden, ne? Ja, wir waren doch hier abgeholt.
Oh, wo ist jetzt die Massage? Ist aus? Nee, geht. Der massiert mich. Wie geht denn auf dem Kindersitz? Das Auto massiert mich. Ist das krass. Guck mal, Kindersitz. Guck mal, wo ist ich? Kindersitz. Da ist ein Kindersitz drin. Sind so hoch. Krass. Normale Sitz? Ja, aber für größere Kinder nur, ne? Ja. Boah, der massiert mich. Boah, deswegen wollen die alle in diesen Autos sitzen. Ich dreh am Rad. Da musst du während der Fahrt. Geht ja gar nicht. Ich denk mal nur bei. Boah, ey, ich krieg den Fall. Der Sitz massiert. Das ist ein Massagesitz. Nein. Doch! Ui! Noch besser. Massage drin? Ja, film mal hier, film. Jo, geil. Hammer. Sehr geil, oder? Ja. Will ich haben, gekauft. Will ich haben. Will ich haben, will ich haben, will ich haben. Hallo, wo ist der Mann mit der Serviette? Krass, aber ist meine, auch nicht meine, schlecht. Deine Seite nicht? So, steht mir auch wohl gut, kaputt. Oder? Wie kaputt. Sieht gut aus in der Kamera, finde ich. Aber diese Massagefunktion hast du in allen Autos. Da musst du nicht diesen Wagen für nehmen. Trotzdem steht mir das gut, finde ich. So ein schicker Wagen. Ja, ja, das finde ich auch. Gut ja, das sieht schick aus, oder? Das ist richtig schick. Mama, geht jetzt in Düsseldorf einkaufen. Fühl mal hier den Sitz. Beifahrersitz verstellen. So, fühl mal. Hallo. Ja? Fühl mal hier. Ah, oder? Ja? Ja, ich bin jetzt hier drin. Schluss. So, jetzt habe ich wieder das Problem, dass ich nicht nach vorne komme. Du musst links. Alter. Meine Hübschen, wir fahren jetzt nach Hause. Wir haben jetzt, das ging nur bis 21:30. Wir haben jetzt 21:12 Uhr. Wir werden jetzt nach Hause fahren. Oh. Hier sind alle mit den ganzen Mitarbeitern hier, mit dem Servicepersonal. Ach, das war ja lustig. War schön. Warum ist sie so freundlich geworden? Seit der Polizei kein Bußgeld gegeben hat. Bin ich so nett zu allen? Shakerst du mit jedem? Ey, ich shaker mit niemandem, ich bin nur nett. Jetzt verdreht man nicht die Tatsachen hier. Das sagt der, der andauernd an der Kasse mit den Frauen flirtet. Was ist das für eine Frucht? Das ist eine Mango, wissen Sie? Oh, eine Mango. Das war noch nie passiert. Ja, andauernd passiert das, wenn du irgendwas kaufst an der Kasse bei Real. Die Tanten da, die flirten immer mit dir und du flirtest immer zurück. Und ich dachte das jedes Mal, was soll das? Man lacht sich immer kaputt. Und nur weil ich nicht zu dem Polizist war, ein Polizist, der hat eine Waffe. Er hätte mich umbringen können. Sagt er hier, ich würde shakern, nur weil ich nett bin. Mein Gott. Ja, auf jeden Fall war das echt sehr, sehr schön. Ja, bin ich von da gekommen? Weiß ich nicht. Ja, das Navi sagt aber darum. Was sagt das Navi? Da war das Auto hat einen massiert. Das Auto massiert euch. Da kommst du nicht drüber weg. Da komme ich nicht drüber weg. Da träume ich heute Nacht von. Ich möchte ein Auto, was mich massiert. Und wenn ich noch 100 Jobs annehme, das Auto hat einen massiert. Ihr sitzt da und es hat euch massiert. Es hat vibriert und massiert. Wie geil ist das? Also wirklich. Ja, das ist wirklich gut. Also das ist schon. Ja, das ist gut. Also die Dekadenz des Grüßen, immer ganz im Ernst. Wie krass ist das denn? Und keiner erwähnt das. Nach dem hier, wenn der hier, tauschen wir ein gegen den. Wenn ich weiß, da kommt ein verheiratetes Paar. Und die haben gerade ein Kind gekriegt und die Frau ist dabei. Das erste Argument, was ich dann sagen würde, das Auto hat eine Massagefunktion. Und die Mutter, die gestresste Mutter, die nie schläft, sagt, gekauft. Ja. Das hat er gar nicht erwähnt. Das war gar kein Verkaufsgespräch. Nein, du stürzt dich ab. Flughafen. Ey, das Auto hat ein massiert. Also ich würde jetzt hier sitzen und würde den Massageknopf anmachen und das Auto würde meinen Rücken massieren. Mit Wärmefunktion. Da komme ich nicht drüber weg. Und das hat mir noch nicht mal ein Verkäufer gesagt, sondern irgend so ein Typ, der da saß, hat gesagt, ja, das massiert hier. Ich so, wie das massiert? Ich so, ja, setzen Sie sich mal drauf, das massiert. Und es hat tatsächlich... Das Auto hat mich massiert. Ich komme da nicht drüber weg. Aber das Auto hat natürlich auch seinen Preis. So wie das da stand, 85.000, ne? 85.000 Euro hat das Auto gekostet. Ja. Und da ist wahrscheinlich noch nicht mal jeder Schnickschnack bei, ne? Nur die Hälfte wahrscheinlich. Man will es ja nicht zu teuer machen. Ja, ja, man will zeigen, was das Auto alles kann. Man will es aber nicht zu teuer machen. Aber war schon. Aber wir haben eigentlich gedacht, wir haben wahrscheinlich falsch gelesen. Das waren nur diese, was sind das, Limousinen, ne? Ja. So, Limousinen. Kombis?
Oder es sind schon eher Limousinen, es ist kein Kombi. Ja, da war eine Limousine. Ja. Und wir, ich habe eigentlich gedacht, das wäre hier so ein SUV wie der hier. Ist das ein SUV? Ja. Ja, ne, auf jeden Fall so ein Riesending. Aber die kommen erst nächstes Jahr. Also nächstes Jahr auf die Einladung, wenn wir eingeladen sind. Ich hoffe mal wohl. Auf der Einladung ist schon noch jemand von links der 90 drin. Ja, die Einladung ist jetzt weg. Ist ja egal. Auf jeden Fall war der hier in neu nicht dabei. Und der kommt erst nächstes Jahr raus. Und also wenn der jetzt keine Massagefunktion hat nächstes Jahr, ne, dann weiß ich aber auch nicht. Das ist, ey, wenn du Geld hast in deinem Leben, ne? Also übermäßig viel Geld. Da kannst du dir Sachen kaufen, wer da wissen ja gar nicht, dass die Sachen überhaupt existieren. Wer von euch wusste, bitte, dass es Autos gibt, die einen massieren? Ich komme da nicht drauf klar. Ich komme nicht drauf klar. Ehrlich nicht. Ja, so sieht's aus, Leute. So ein Luxus kann man sich mit Geld kaufen. Da stehst du im Stau und wirst massiert. Das ist ein Traum.